Die WWE ist eine unglaublich geschichtsträchtige und extravagante Organisation. So viele Jahre, so viele Persönlichkeiten und so viele verschiedene Geschehnisse führten dazu, dass diese Company auch über das reine Wrestling hinaus viel Stoff für angeregte Diskussionen bot. Hier sind die 5 verrücktesten WWE-Verschwörungstheorien. 5. Der Untergang der WCW, ein ausgeklügelter Plan? Mitte der 90er Jahre fand im amerikanischen Wrestling der Quotenkrieg zwischen der WWE und der WCW statt. Zu dieser Zeit hatte die WWE sogar Probleme damit, der WCW bezüglich der Einschaltquoten zu folgen. Dann auch noch das. 2 absolute Charisma-Bomben und Eckpfeiler der Promotion verließen 1996 McMahons Schiff, um bei der WCW anzuheuern: Kevin Nash und Scott Hall. Höhere Bezahlungen standen im Raum, doch was, wenn dies keine Business-Entscheidung der heutigen WWE Hall of Famer war, sondern eine kluge Strategie von Vince McMahon? Gerüchte besagen, dass Nash und Hall von Vince geschickt wurden, um die WCW von innen heraus zu vergiften. Die WCW entwickelte sich um die Jahrtausendwende zu einem chaotischen Produkt und wurde 2001 von der WWE aufgekauft. Beide Wrestler kehrten zufälligerweise 2002 zum Marktführer zurück, wohl eher als pure Verschwörung abzustempeln, oder steckt der WWE-Chairman doch dahinter? 4. CM Punks Pipebomb. Von vorne bis hinten durchgeplant? In der WWE ist es eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass Kayfabe stets bewahrt wird. CM Punk war dieses Prinzip am 27.06.2011 womöglich egal, als er sich bei der Raw-Ausgabe wie aus dem Nichts ein Mikro schnappte und anfing aus dem Nähkästchen zu plaudern. In dieser berühmten Pipebomb-Promo brach Punk jegliche Grenzen, die die Realität von WWE unterscheiden. Die Erwähnungen von anderen Wrestling-Ligen wie New Japan Pro Wrestling und ROH, eher unfreundliche Äußerungen bezüglich der McMahon-Familie und böse Worte in Richtung der Fans, der Straight-Edge-Superstar brach jedes Tabu, bis sein Mikrofon schließlich stumm geschaltet wurde. Verschwörerische Zungen behaupten nun, dass dieses Segment abgesprochen war und von der WWE geplant gewesen sein soll. Ob Punk einfach nur geplatzt ist oder Vince McMahon einmal mehr eine geniale Idee hatte, bleibt schwer zu beantworten. Es gibt Argumente für beide Seiten. 3. Triple H – Liebe als Mittel zum Zweck. Paul Levesque, besser bekannt als Triple H, ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der WWE. Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten Wrestler aller Zeiten, sondern auch Gründer der Entwicklungsliga NXT sowie seit 2013 Executive Vice President of Talent, Live Events and Creative. Dies bedeutet im Klartext, Paul Levesque ist hinter Vince McMahon so ziemlich der mächtigste Mann der WWE. Nicht gerade unwichtig dabei dürfte seine Ehe mit der Tochter des Chefs, Stephanie McMahon, gewesen sein. Kritiker gehen sogar noch weiter und behaupten, er hätte Steph nur geheiratet, um in der Company mehr Einfluss zu bekommen. Ob The Game wirklich so ein verlogenes Spiel spielt? Wohl eher nicht. Die beiden sind seit 15 Jahren verheiratet und haben gemeinsam 3 Töchter. 2. Chris Benoits Tod. Die folgende Verschwörungstheorie ist sehr düster. Denn anstatt die ohnehin schon tragische Geschichte von Chris Benoits Tod ruhen zu lassen, gibt es tatsächlich viele gar absurde Mythen bezüglich der wahren Ursache für seinen Abgang. Benoit, einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten, soll im Jahr 2007 zunächst seine Frau Nancy zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Daniel, 7 Jahre alt, und danach sich selbst umgebracht haben. Offiziell heißt es, zweifacher Mord von Chris Benoit mit anschließendem Selbstmord. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, entstand nach dem Tod der Benoit-Familie eine Theorie, laut der der ehemalige WCW-Booker und Wrestler Kevin Sullivan der wahre Mörder gewesen sein soll. Diese Meinung setzte sich nur durch, da Nancy mit ihm verheiratet war. Benoit begann dann eine Affäre mit ihr und so wurde einige Jahre später aus Nancy Sullivan Nancy Benoit. Auch wenn es Ansätze dafür gibt, ist es sehr makaber, dass Sullivan sich noch Jahre nach der Tat mit völlig unbewiesenen Gerüchten auseinandersetzen muss. 1. Der Montreal Screwjob – alles ein gigantischer Work? Ein Work im Wrestling bedeutet, eine Aktion oder ein Segment nach Plan auszuführen, nachdem alle Beteiligten eingeweiht wurden. Am 9.11.1997, während des WWE Championship Matches zwischen Shawn Michaels und Titelträger Bret Hart, soll genau das eben nicht der Fall gewesen sein. Denn der vor dem Match amtierende Champion Hart dachte ursprünglich, den Titel zur konkurrierenden Promotion WCW mitnehmen zu können. Er wollte die WWE verlassen. Natürlich konnte Vince McMahon, der WWE-Chef, nicht zulassen, dass dies geschieht. Der eigene World Title in den Händen der gefährlichen Konkurrenz? Eher ungünstig. Deshalb ließ er den Showstopper den Titel gewinnen. Michaels setzte Harts eigenen Finishing Move, den Sharpshooter, bei ihm an.
Ringrichter Earl Hebner erklärte den Kampf für beendet, obwohl Hart nicht einmal abklopfte. Hart war außer sich, er bespuckte Vince McMahon, der in der Nähe des Rings lauerte, zeichnete die Buchstaben WCW in die Luft und blickte fassungslos rein. Doch einige Fans kauften der WWE diese Kuriosität nicht ab. Demnach soll Hart sehr wohl Bescheid gewusst haben und mit diesem Schauspiel einen letzten Dienst für seinen langjährigen Arbeitgeber geleistet haben. Vince McMahon etablierte sich selbst mit dieser Aktion als Charakter des Bosses Mr. McMahon und kreierte damit einen historischen Hype. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Abonniert unbedingt diesen Kanal und checkt auch Spotfight ab. Ein Projekt von mir mit zwei Kanälen. Einmal dem Spotfight News Kanal, da gibt's tägliche topaktuelle Wrestling News kompakt zusammengefasst. Und der Spotfight Podcast Kanal bietet euch Audioshows von einem Team aus Wrestlern, Journalisten und Experten. Ich bin da unter anderem auch mit dabei. Bin kein Experte, aber immerhin Journalist. Abonniert auf jeden Fall beide diese Kanäle und auch diesen hier. Ein Muss für jeden Wrestling-Fan. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.